Hier stehen wir uns noch die Reifen platt. Ich glaube, wir sind im falschen Film. Keine Angst, Brüderchen. Das war nur das Kulturprogramm. Da schau, in diesem Moment betreten die Akteure die Bühne. Da vorne kommt der hellblaue Aston Martin. Gleich geht's los. Da stürzen zwei Männer aus der Bank. Naja, der eine rollt wohl mehr. Und der andere? Guck doch mal. Stimmt. Also kleine Ohren hat der nicht. Da kommt auch schon der Aston Martin ran. Die beiden Typen steigen ein. Okay, hinterher. Haltet euch fest. Der Fahrer von dem Aston Martin ist spitze. Der würde glatt ins Carrera-Team passen. Also, irgendwie kommt mir der Fahrstil bekannt vor. Also eins ist klar. Die Polizei haben wir schon abgehängt. Aber der Aston Martin zieht mir davon. Und jetzt zum Hafen, Bruno! Sie, Herr Kranz, Sie als Co-Pilot, was wollen wir im Hafen? Eine kleine Programmänderung! Das Stück Metall an deinem Kopf ist übrigens eine Pistole! Ich würde schon Bruno fahren! Dieses kleine Spielzeug wird mir übrigens garantieren, dass du richtig spürst! So wie du dich in letzter Zeit angestellt hast! Na los, ist doch keine Spazierfahrt! Gleich hast du ihn wieder, Michel! Ja! Jetzt weiß ich auch, an wen mich der Fahrstil erinnert. So fährt auch Bruno Strasser. Kombiniere, das ist Bruno Strasser. Und der Typ, der die Beute ins Auto geschleudert hat, das ist garantiert Harry Segelohrholm. Übrigens, Bruno, eins kann ich dir wirklich garantieren. Das ist bestimmt deine letzte Fahrt. Herr Kranz, wir werden verfolgt. Ja, das ist ein Porsche Carrera. Verdammt aber! Los, Bruno, leg mal das Jahr zu! Mike, ich schaffe es nicht. Er ist schneller. Ganz ruhig, Michel. Runterschalten und jetzt Gas. Ich glaube, der will zum Hafen. Und da kenne ich eine Abkürzung. Los, Michel, bieg da vorne rechts ab. Aber das ist doch eine Einbahnstraße. Mark hat recht, Michel, das ist unsere Chance. Also gut, ich riskier's. Gut, dass du für diese Aktion so direkt einen Draht zur Polizei hast, Mike. Achtung, Michel, da vorne, ein Geisterfahrer. Boah, das war knapp. Was soll das? Warum ziehen Sie und Herren Körpermasken an? Ach, weißt du, wir müssen einfach atmen können, wenn der Magen mit dir langsam auf den Grund des Flusses sinkt. Sieh, schließlich reicht es, wenn die Polizei den Haupttäter erwischt. Der mit dem ganzen viel Wasser im Mund natürlich nicht mehr sprechen kann. Sieh, ich rede, ich denke, fahr! Vergiss nicht meine Pistole, Bruno! Eben war mal kurz weg! Jetzt ist aber der Porsche schon wieder hinter uns! Mach bitte den Bleifuß! Aber vor uns die Kurve! Ist egal, vor! Stimmt, jetzt ist sowieso alles egal. Gut so, Michel! Wir sind schon fast neben Ihnen! Ich muss bremsen! Die Kurve! Die kann er nicht schaffen! Wir müssen erste Hilfe leisten. Kommt! Oh Gott, der Beifahrer und der Mann auf dem Rücksitz sind eingeklemmt. Das war meine Schuld. Bestimmt nicht, Michel. Der Fahrer ist die Kurve viel zu schnell angegangen. Hilf mir, ihn jetzt rauszuziehen. Er atmet schwer. Komm. Wir müssen ihm die Strumpfmaske abziehen, sonst erstickt er. Oh. Ja, aber... Ich hatte recht. Es ist Bruno Strasser. Eindeutig geklärt, dass Bruno von Kranz erpresst wurde. Aha. Übrigens, was ist mit den beiden, mit Kranz und Holm? So. Naja, vielleicht besser so für die beiden. Ja, Bixi. Ja. Ich gebe Ihren Dank an das Carrera-Team weiter. So, Michel, der Wagen ist in Ordnung. Du kannst an den Start. Gut, dann... Ey, schau mal, wer da kommt. Hallo, ihr 3M. Hallo, Bruno. Na, heute auch wieder mit dabei? Heute nicht. Und morgen auch nicht. Überhaupt nicht mehr. Ich bin nur noch Zuschauer beim Rennsport. Und? Was mache ich da mit meiner Revanche? Du hast deine Revanche doch gehabt, Michel. Na, und du hast gewonnen. Für mich ist der aktive Rennsport tabu. Ich will jeder Möglichkeit vorbeugen, dass meine Fähigkeiten noch einmal so missbraucht werden.
Ich wünsche dir, Michel, und dem Carrera-Team toi 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 für die Zukunft. Wenn ein absoluter Favorit so etwas überhaupt braucht. Dein Können ist schon die Garantie für den Sieg. Du bist längst aus dem Windschatten meines Wagens raus, Michel. Ey, Bruno, wie geht's deiner Tochter Judy? Danke, prima. Hat Gott sei Dank alles gut geklappt mit der Operation. Ich hatte auch keine finanziellen Probleme, von wegen der Kosten dafür. Wieso das denn? Hast du in der Lotterie gewonnen? Sowas Ähnliches. Ein Mann hat mich angerufen und hat mir angeboten, die Kosten für Judys Operation zu übernehmen. Und wer war dieser edle Spender? Das ist ja das Verrückte. Den genauen Namen weiß ich nicht. Am Telefon nannte er sich nur Big C. Und wenn ihr diese Melodie demnächst wiederhört, erlebt das Carrera-Team Abenteuer Nummer 3, Favorit ohne Namen.